Heute für euch, warum Harry Potter kein Obscurial wie Credence Barebone wurde. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir eine Theorie zu einer beliebten Frage diskutieren, die sich Fans bereits seit der Veröffentlichung von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind im Jahr 2016 stellen. Warum wurde Harry Potter nicht zu einem Obscurial? Lasst uns damit beginnen, warum diese Frage überhaupt aufkam. Nun, bevor die Figur Credence Barebone in Fantastische Tierwesen eingeführt wurde, waren Obscurials in der magischen Welt von Harry Potter unbekannt bzw. wurden nie erwähnt. Also, was genau ist eigentlich ein Obscurial? Für diejenigen unter euch, die es vielleicht nicht wissen, ein Obscurial ist ein junger Zauberer oder eine junge Hexe, die oder der körperlich oder emotional so schwer misshandelt wurde, auch aufgrund wegen der Magie, die sie besitzen, dass er das Bedürfnis verspürt, seine Magie zu unterdrücken und seine Fähigkeiten zu verbergen. Diese Unterdrückung steht im direkten Zusammenhang mit den Traumata, die sie als Folge ihrer Magie erlebt haben, und der Entwicklung von Hass, Angst oder Scham in Bezug auf ihre Kräfte. Diese äußerst negativen Emotionen in Kombination mit dem Versuch, ihre Magie zu unterdrücken, manifestieren sich dann in einer parasitären Kraft, die aus dunkler Magie besteht und als Obscurus bekannt ist. Obscurials sind in der Regel junge Kinder, die normalerweise nicht das Teenageralter erreichen. In der gesamten Harry Potter-Reihe gibt es nur eine einzige Hexe, die im Nachhinein als Obscurial bezeichnet werden könnte: Ariana Dumbledore, die jüngere Schwester von Albus Dumbledore. Die Erklärung für ihre Krankheit entspricht der Beschreibung eines Zauberers oder einer Hexe, die einen Obscurus entwickelt haben könnte. Es ist also durchaus möglich, jedoch wurde dies weder von J.K. Rowling noch aus anderen Quellen innerhalb der Zaubererwelt bestätigt. In jedem Fall wurden die Obscurials erst lange nach dem Abschluss der Harry Potter-Reihe zum Kanon hinzugefügt. Eine mögliche, wenn auch weniger überzeugende Erklärung könnte sein, dass Harry kein Obscurial war, weil das Konzept zu dieser Zeit noch nicht erfunden war. Doch das wäre doch recht langweilig, oder? Werfen wir also diesen komischen Gedanken beiseite, der recht langweilig ist, und betrachten wir diese Theorie genauer, die noch viel mehr zu bieten hat. Die Antwort von J.K. Rowling auf diese Frage wurde bereits von vielen Fans erwartet, nachdem Credence im Film Fantastische Tierwesen aus dem Jahr 2016 sein Debüt als Obscurial gab. Daher sollte es nicht überraschen, dass J.K. Rowling tatsächlich eine Erklärung dafür geliefert hat, warum Harry nie ein Obscurus entwickelt hat. Auf ihrer Website jkrowling.com hat sie diese Frage im FAQ-Bereich wie folgt beantwortet. Ein Obscurus entwickelt sich unter sehr spezifischen Bedingungen. Traumata in Verbindung mit dem Gebrauch von Magie, innerer Hass auf die eigene Magie und ein bewusster Versuch, sie zu unterdrücken. Die Dursleys hatten zu viel Angst vor der Magie, um ihre Existenz gegenüber Harry zuzugeben. Obwohl Vernon und Petunia die irrige Hoffnung hegten, dass Harrys seltsame Fähigkeiten verschwinden würden, wenn sie nur böse genug zu ihm waren, haben sie ihm nie beigebracht, sich für seine Magie zu schämen oder davor Angst zu haben. Selbst als er dafür getadelt wurde, dass er Dinge geschehen ließ, hat Harry nie versucht, seine wahre Natur zu unterdrücken, geschweige denn sich jemals vorgestellt, dass er die Macht dazu hätte. Okay, das ist schon mal eine solide Erklärung. Lasst uns das mal genauer betrachten. Um ein Obscurial zu werden, muss eine Hexe oder ein Zauberer einen Missbrauch oder ein Trauma erlebt haben, das mit Magie in Verbindung steht, und daraufhin ihre Magie aus Angst oder Hass auf ihre Kräfte unterdrücken. Der entscheidende Hinweis, warum Harry nie ein Obscurus entwickelt hat, liegt im Wesen der Magie selbst. Um dies besser zu verstehen, sollten wir uns zunächst die Umstände der Hexen und Zauberer genauer ansehen, von denen wir wissen oder auch vermuten, dass sie Obscurials sind. Ein Beispiel ist Credence Barebone, der von einer amerikanischen Nomadge, also einer Muggel namens Mary Lou Barebone, aufgezogen wurde. Sie war eine strenge, unsympathische Frau, die sich fanatisch für die Ausrottung der Magie in der Welt einsetzte. Mary Lou verabscheute die Magie und alles, was damit in Verbindung stand, und hoffte, dass ihre Beteiligung an der philanthropischen Gesellschaft von Magiefeinden dazu beitragen würde, die Welt der Zauberer zu entlarven und letztendlich auszulöschen. Dies bedeutete natürlich, dass Credence in einem giftigen, von Vorurteilen geprägten Umfeld aufwuchs, in dem er immer wieder Mary Lou dabei hörte, wie verachtenswert es doch sei, eine Hexe oder ein Zauberer zu sein. Da Mary Lou die einzige Mutter war, die er je gekannt hatte, ist es nicht verwunderlich, dass seine Magie mit einem Gefühl des Schams einherging, was sich auch in seinen Auftreten in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind widerspiegelte. Kombinieren wir dieses Schamgefühl mit dem körperlichen Missbrauch, den Mary Lou Credence zufügte, indem sie ihn mit seinem eigenen Gürtel schlug, wann immer etwas Seltsames geschah.
Dies lässt uns erahnen, welches tiefe Gefühl der Demütigung und möglichen Hass Credence gegenüber seinen magischen Fähigkeiten empfunden haben muss. In einem anderen Fall, der im ersten Film von Fantastische Tierwesen erwähnt wird, spricht Newt Scamander von einem Obscurial, einem jungen sudanesischen Mädchen von nur 8 Jahren, das er auf seinen Reisen durch den afrikanischen Kontinent traf. Der Obscurus des Mädchens entwickelte sich, nachdem sie von ihrem gesamten Dorf gesucht wurde, weil man sie wegen ihrer magischen Fähigkeiten verfolgte. Diese Verfolgung wäre zweifellos äußerst traumatisch gewesen und das Trauma wäre unmittelbar mit ihrer Magie verknüpft gewesen. Es ist nicht schwer vorstellbar, dass die Ablehnung und Misshandlung durch die gesamte Gemeinschaft ausreichten, um in jemandem intensive Scham und Hass für das zu wecken, was ihn oder sie von den anderen unterscheidet. Wie ich bereits im Video erwähnt habe, wurde nie offiziell bestätigt, dass Ariana Dumbledore, die jüngere Schwester von Albus Dumbledore, tatsächlich ein Obscurial war. Jedoch könnte die Entwicklung eines Obscurus sicherlich durch ihr Trauma und die darauffolgende Krankheit erklärt werden. Wie du dich vielleicht erinnerst, wurde Ariana als junges Mädchen von einer Gruppe Muggel, die sie beim Zaubern beobachteten, brutal angegriffen. Dieses äußerst beunruhigende Ereignis, das als direkte Konsequenz ihres Zauberns auftrat, passt zu Rowlings Erklärung darüber, wie ein Obscurus entsteht. Es ist also durchaus möglich, dass Ariana nach diesem Angriff so traumatisiert war, dass sie sich über ihre Fähigkeiten ärgerte. Um nie wieder zur Zielscheibe zu werden, hat sie möglicherweise versucht, ihre Kräfte zu unterdrücken. Schließlich hätten die Muggel, wenn sie nicht gezaubert hätte, natürlich nicht gewusst, dass sie eine Hexe ist und sie hätten sie nie angegriffen. Lasst uns aber jetzt wieder auf den jungen Harry zurückkommen. Versteht mich nicht falsch, Harry wurde von den Dursleys schon missbraucht, so ist es nicht. Dennoch schien er aus irgendeinem Grund, wenn es um die unglaublich ungerechte und fast unlogische Misshandlung von Harry durch die Dursleys ging, einfach mitzuspielen irgendwie. Harry wurde wiederholt von seinem Cousin Dudley auf die Nase geschlagen und sein Onkel und seine Tante behandelten ihn wie ein Diener. Der Junge musste sogar in einem Schrank leben. Dennoch war er ein recht ausgeglichener junger Mensch, der keine Schwierigkeiten hatte, soziale Kontakte zu knüpfen, als er nach Hogwarts kam. Obwohl es zweifellos sowohl emotionalen als auch körperlichen Missbrauch gab, war Harry ziemlich widerstandsfähig und es scheint, dass er nie besonders von einem bestimmten traumatischen Ereignis betroffen war. Sicher, er hätte sich gewünscht, unter anderen Umständen aufzuwachsen, aber der junge Harry, den wir in Der Stein der Weisen kennenlernen, scheint sich nicht übermäßig für seine Identität zu schämen, eigentlich ganz im Gegenteil. Er strahlt Selbstbewusstsein aus, da er erkennt, dass seine Verwandten unverständlich und oberflächlich sind. Er schließt schnell Freundschaften mit Ron, noch bevor er in Hogwarts ankommt, lehnt Bündnisse mit unfreundlichen Zauberern wie Draco Malfoy ab und bittet den sprechenden Hut sogar darum, ihn nicht in Slytherin einzuteilen. Obwohl Harry Potter bis zu seinem 11. Lebensjahr nie wusste, wer er wirklich ist, scheint er sich selbst ziemlich gut zu kennen und zu mögen. Noch bemerkenswerter ist, dass Harry zwar wusste, dass im Laufe seines Heranwachsens merkwürdige Dinge um ihn herum geschahen, aber er hat nie zugegeben, dass es sich dabei um Magie handelte. Erst recht hat er nie zugegeben, dass er die Ursache für diese Dinge sein könnte. Stattdessen wunderte Harry sich einfach bei jedem außergewöhnlichen Vorfall und dachte oft, dass er einfach nur Pech hatte. Immer wieder wurde er fälschlicherweise für unglückliche Unfälle verantwortlich gemacht. In jedem Fall könnte er sich kaum für diese seltsamen Ereignisse schämen, ohne zu erkennen, dass sie auf sein Konto ging, oder? Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit. Wie konnte Harry Potter versuchen, seine Fähigkeiten zu unterdrücken, wenn er nicht einmal wusste, dass es seine Fähigkeiten sind? Richtig, das war nicht möglich. Wenn wir also alle diese Aspekte zusammentragen, wird klar, warum Harry Potter niemals ein Obscurial wurde. Es gab kein traumatisches Ereignis oder Missbrauch, der ausdrücklich mit seiner Magie in Verbindung stand. Da Harry nie bewusst war, dass es seine Magie war, die zu den vielen Bestrafungen durch die Dursleys führte, hatte er nicht die Möglichkeit, sich vor seinen Fähigkeiten zu fürchten oder sich ihrer zu schämen. Weil Harry nicht wusste, dass er die seltsamen Ereignisse kontrollieren konnte, hat er niemals versucht, seine Macht zu unterdrücken und seine wahre Identität zu verbergen. Und das war's mit diesem Video. Wie immer würde ich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.